So, meine lieben Freunde, was passiert, wenn ein Computer über mehrere Jahre läuft und ein Smartphone auch? Richtig, es wird andauernd langsamer, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Was macht man da an dieser Stelle? Den Computer setzt man mit seinem Betriebssystem neu auf und nimmt vorher alle wichtigen Daten runter. Und hier an dieser Stelle bei dem Smartphone macht man dasselbe. Bei dem Galaxy S4 geht das relativ fix. Ich habe das Video bestimmt eben schon viermal neu aufgenommen, weil immer wieder E-Mail-Adressen eingeblendet wurden. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie man das macht. Normalerweise geht ihr bei eurem Gerät unter Einstellungen auf Sichern und Zurücksetzen und dann auf Gerät auf Werkszustand zurücksetzen. Dann geht ihr irgendwann weiter, dann kommen eure ganzen Sicherungs-E-Mail-Adressen und dann geht ihr einfach nur auf alles löschen. Dann wird das Telefon sich herunterfahren und startet sich neu und dann kommt ein kleines Android-Männchen hier oben in den Bildschirm rein und dieses Android-Männchen installiert, also nicht installiert, es setzt sozusagen die Recovery-Funktion dieses Gerätes wieder in Gange, dass das Ganze wieder von vorne gestartet wird, aber sämtliche App-Anwendungen und alles dergleichen weg sind. So, jetzt haben wir da oben irgendwas stehen. Recovery, irgendwas. Ganz kurz lesen, was steht da? Achso, Recovery Booting stand da eben gerade. Hier ist das lustige Android-Männchen. Wie gesagt, das ist auch ab Android, ja, Jelly Bean, glaube ich, sieht es überall gleich aus. Und ja, dieses kleine Männchen macht eigentlich nur Folgendes. Es installiert sozusagen jetzt Android von vorne nochmal neu, konfiguriert das ganze Gerät neu, sodass der Speicher halt gelöscht wird und wieder überschrieben wird und ihr ein nagelneues Smartphone sozusagen habt, also nicht von außen, sondern von innen vom System und alles wieder wie am ersten Tag läuft. Ja, so mache ich das jetzt zum Beispiel bei jedem Gerät, welches ein bis anderthalb Jahre läuft. Das hier ist, glaube ich, das einzige Gerät, was jetzt 2 Jahre am Stück durchlief und noch nicht einmal zwischendurch aufgesetzt wurde. Jetzt ist es an der Zeit, jetzt wird einfach mal wieder neu aufgespielt, alle Backups vorher gemacht, was wichtig war. Videos, Bilder sind auf der SD-Karte, die werden nicht angetastet. Das Ganze kann man natürlich auch noch mit anwählen. Und zwar gibt es beim Galaxy S7 nämlich eine super Funktion. Und da kann man einfach hier diesen kleinen Adapter nehmen. Der ist im Lieferumfang drin. Das ist eigentlich nur ein ganz normaler OTG-Adapter, der Micro-USB auf USB halt packt, sage ich mal ganz kurz. Und dann bietet euch das Galaxy S7 folgende Maßnahme an. Und zwar, dass man die alten Daten von dem Samsung-Gerät, wenn es denn eins ist, automatisch rüberlädt. Jo, guten Morgen an dieser Stelle erstmal. Und innerhalb von 5 bis 15 Minuten, sage ich mal, hat man die Telefonkontakte rübergezogen, wenn sie denn geräteintern gespeichert wurden. Dann hat man, was hat man da noch drauf? Videos, Bilder, das kann man alles vorher auswählen. Und sogar die ganzen Apps werden einfach rübergeschoben, indem man hier das Micro-USB reindrückt. USB auf Micro-USB, also ein ganz normales Ladekabel, was dabei ist. Und ruckzuck zwischen Galaxy S4 und S7 verbindet. In der Zeit hat man dann alles übertragen. Finde ich persönlich eine ziemlich coole Sache. Und vielleicht zeige ich euch das Ganze nochmal. Ich habe jetzt die ganzen Infos auf dem Galaxy S7, wie gesagt, drauf. Und deswegen kann das Galaxy S4 natürlich mal neu aufgesetzt werden. Das ist natürlich die praktischste Sache, die es überhaupt gibt. Das Ganze geht relativ schnell, wie man hier sieht. Und dann ist der Speicher wieder frei. Man kommt ins Einführungsmenü von vornherein rein. Werkszustand halt. So, als wenn man wirklich sein Smartphone frisch gekauft hat, braucht man bloß die SIM-Karte einlegen. Und ruckzuck kann man alles wieder eingeben. Unter anderem das neue Google-Konto. Dann ja, Apps halt wieder draufladen, bis der Speicher glüht. Und man muss sich halt keine Gedanken machen um irgendwelche Logfiles machen, was ich in einem vorigen Video schon mal erklärt habe. Ja, eine sehr praktische Sache an der Stelle. Wir warten jetzt mal, wie lange das hier dauert. Ansonsten drücke ich einfach kurz auf Pause. So, jetzt ist es so gut wie fertig gewesen. Und zwar habe ich gerade gesehen, geht es hier wieder los. Und zwar das Recovery-Menü hat jetzt die vorinstallierten Anwendungen rausgekramt, die ich sowieso wieder löschen werde, wie hier zum Beispiel irgendwie Bild. Die App ist ja von vornherein hier drauf installiert. Ich weiß nicht, ob die einen Kooperationsvertrag haben miteinander, keine Ahnung, was da los ist. Kann man genauso gut auf die Online-Seite gehen. Pizza.de, ja, ich weiß auch nicht, ob die auch einen Kooperationsvertrag miteinander haben. Auf jeden Fall installiert er hier Bloatware wieder ohne Ende, sodass man wirklich Müll auf seinem Smartphone von vornherein hat, was gar nicht hätte drauf sein müssen. Das liebe ich immer so an den China-Smartphones. Die haben so gut wie keine Werbe-Apps drauf. Das ist wirklich sehr praktisch. Wirklich nur Gmail, YouTube in den meisten Fällen, sodass man das gar nicht runterladen muss, sondern direkt durchstarten kann. Hier an der Stelle kauft da, gut, das ist die relativ interessanteste App von all dem wahrscheinlich, muss man sich halt damit zufrieden geben. So, jetzt können wir das Ganze natürlich jetzt hier wieder wählen. Auf Deutsch starten, überspringen die SIM-Karte, brauchen wir jetzt gerade nicht.
Das können wir auch erstmal überspringen. Das machen wir gleich nochmal im Nachhinein. Wir sind damit einverstanden. Ich habe das Handy schließlich in Benutzung schon mal gehabt. Auch das Datum kann man später einstellen. Naja. So, haben wir das wenigstens schon mal drin. Vorname muss reichen. So. Immer mal wieder auf Weitergehen. Samsung-Konto, das brauchen wir nicht, das ist Blödsinn. Nein, das brauchen wir wirklich nicht, das ist Quatsch. Dropbox ist auch schon vorinstalliert. Das ist relativ simpel und ziemlich gut, das Programm. Datenaustausch mit anderen NFC, tippen Sie in den Wind, um mehr darüber zu erfahren. Ach, guck mal, hier wird das alles nochmal ganz genau erklärt. Das finde ich ja schon mal interessant, habe ich beim ersten Mal alles weggeklickt. Galaxy S4. Es versteht sich von selbst, welches Smartphone auch sonst. Wir gehen auf Beenden. So, vielen Dank. Und zack, dann sind wir doch tatsächlich schon wieder nagelneu mit unserem Smartphone unterwegs. Binnen von, ich sag mal, 8 Minuten hat sich das Ganze hier selbstständig gemacht. Jetzt können wir hier schauen, wie wir es am liebsten hätten. Die Home-Einstellungen. Jetzt mal ganz kurz gucken auf Einstellungen. Jetzt haben wir hier diese nervigen Tastentöne wieder drin. S-Beam, alles schön und gut, das brauchen wir alles nicht. Gucken wir uns vielleicht später mal an, da ich jetzt das Galaxy S7 auch zur Verfügung habe, kann man ja mal schauen. Achso, jetzt wollte ich doch auf mein Gerät. Wo war das hier mit dem Speicher? Nee, das war hier irgendwo. Speicher, genau. So, und da haben wir es. Gesamtkapazität des Gerätes 16 GB. Der zum Ausführen ist, naja, berechnet gerade nochmal neu. So, der zum Ausführen des Systems mindestens erforderliche Speicherplatz sind 6,73 GB. Das heißt, wir haben jetzt noch frei. Zwischengespeichert sind 5. Verwendeter Platz 1,4. Wofür? Wofür haben wir denn so viel Speicherplatz, der schon wieder direkt weggeht? Gut, hier ist es nicht. Bilder und Videos? Ne, die will ich ja nicht öffnen. Ich wollte es nur wissen. Verfügbar sind also noch 7,83 GB. Ja, das ist eigentlich schon ganz ordentlich dafür, dass wir das Gerät, wie gesagt, gerade neu aufgesetzt haben. Reicht es vollkommen aus. Auf der SD-Karte hat sich natürlich nichts verändert. Sonstige Dateien. Ja, muss ich gucken, was der orange Platz ist hier. Der Rest geht fürs System drauf. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal hier Geräteinformationen direkt auf Software-Status. Wir haben jetzt hier drauf. Nanu. Ach hier, 5.0.1. Tja, ob da nochmal jemals Marshmallow drauf kommt, ich glaube nicht. Deswegen gibt es ja das Galaxy S7. Ja, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Achso, wir hätten ja ganz kurz mal schauen können nach Software-Updates. Nein, alles gut, gibt nichts weiter. Das soll es daher gewesen sein. Achso, ich habe auch gar kein WLAN eingestellt. Ha, sehr intelligent. Das soll es gewesen sein. Bis dahin zur nächsten Review oder App-Review. Auf Wiedersehen.